geküsst, der mir erschienen ist. Oh! Ich hab zu spät gesehen und konnte mich nicht wehren. Mich hat ein Engel geküsst, auch wenn's kaum vorstellbar ist. Hat er das gut gemacht, ich konnte mich nicht erschweren. 18. AIDS-Gala in Kastrop-Rauxel und neben mir sitzt Jörg Schlösser. Ja, ich finde das ganz geil. Erst einmal, wir haben jetzt fast 24 Uhr und da werde ich erst um 24 Uhr interviewt. Vorher willst du ja nie. Ich schaffe das einfach nicht, aber ich bin jetzt so froh. Wir sind fertig mit den Terror-Tunken, mit dem Auftritt und jetzt steht Willi Herren auf der Bühne. Gleich kommt noch Wanda Kay und Norm Lang und dann sind wir durch und dann freue ich mich absolut auf eine geile Aftershow-Party. Ja, was soll ich sagen? Ich fange einfach mal an. Ich bin voller Emotionen. Weil es war eine restlos ausverkaufte Hütte heute. Und ich denke einfach mal, ich übertreibe es absolut nicht. Wir hatten einen mega geilen Abend gehabt. Hier war nicht ein Künstler, der es nicht geschafft hat, die Leute vor die Bühne zu bekommen. Hier war mega Stimmung die ganze Zeit. Egal ob großer Stern oder kleiner Stern. Und sowas kannst du als Veranstalter hinterher nur sagen, das war toll. Ich denke einfach mal, die Künstlerauswahl war gut. War genial, dass eine Kerstin Ott extra einen Fernsehauftritt, eine TV-Aufzeichnung verschoben hat, zeitlich, um nach Kastrop-Rauxel zu kommen. Ich denke einfach mal, ja, das musst du erstmal schaffen. Und das fürs erste Mal, weil sie war ja das erste Mal hier. Ja, die kannte das nicht. Und sie kam hier an und sagte, was ist denn hier los? So, und weißt du, und das sind so Sachen, wenn du vor 1200 Gästen, die so eine mega, du kommst hin, AIDS-Gala. AIDS-Gala, denkst du, ziehe ich heute ein Abendkleid an, ziehe ich eine Fliege um, tue ich einen Schlips um? Nein. AIDS-Gala, das ist vielleicht früher, vor 2012 hier so gewesen, dass man anders gedacht hat. Aber wir wollen auch eine Party feiern. Wir gedenken den Opfern am Anfang. Wir haben eine tolle Gedenkfeier mit den Figieri-Brüdern gehabt, die O Sole Mio und Caruso gesungen haben. Es war toll, es war andächtig. Aber ich denke auch mal, im Laufe des Abends musst du eine Party feiern wollen und sagen, hier geht es nur einzigartig darum, Spaß zu haben, Geld zu sammeln, viel Geld zu sammeln. Und das haben wir an dem Abend heute gemacht. Und weißt du, und ich denke einfach mal, wir werden heute vielleicht eine Summe von 8.000, 9.000 Euro zusammenbekommen. Und das ist viel, viel Geld. Weil wir ja auch einfach nicht befreit werden von irgendwelchen GEMA-Gebühren oder sonst was. Wir zahlen ja auch dafür. Wir haben tolle Sponsoren und ja, ich meine, solche Unterstützung von euch, von die 2TV, egal wer dahinter steckt. Ohne Medien könnten wir das nicht in die weite Welt hinaustragen und dafür bin ich einfach dankbar. Ich danke dir auch und wir sind immer herzlich gerne hier. Das freut mich, das ist natürlich toll und wie gesagt, also ich finde das echt klasse. Ich bin mega stolz darauf, die Terror-Tucken haben heute eine neue Show präsentiert, wo wir ein Jahr für gebraucht haben. Und wenn das Endprodukt steht, dann kannst du nur entweder als Chef, als Veranstalter etc. einfach nur stolz darüber sein. Und im nächsten Jahr geht's weiter, die Künstler für nächstes Jahr stehen fest, fast fest. Der Moderator hat mir gerade zugesagt, der kann wieder aus Thüringen kommen, der Nico Schwanz. Und ich find's geil, never change a winning team. Und das ist eben halt in unserem Sinne. Also 19. AIDS-Gala steht. Die 19. AIDS-Gala findet am 24. November 2018 statt. Und ich hoffe, wir dürfen noch so weit weitermachen, dass wir am 25. eine Silberhochzeit feiern werden. Zu 25. Mir gehen die Ideen garantiert nicht aus. Und ich weiß, dass auch Künstler immer wieder gerne zu uns kommen, weil es sich rumspricht. Und ich denke mal, wer sich hier nicht wohlfühlt als Künstler, als Gast, ich habe nichts falsch gemacht, denke ich einfach mal. Man kann noch dazu lernen, aber dann soll man es mir auch sagen. Und vor allen Dingen, ich bin gerne bereit, immer wieder was Neues dazu zu packen. Ich denke mal, heute, die Stimmung in der Halle, ja, die muss eigentlich alles sagen. Richtig, spricht für sich, ne? Ja, denke ich auch. Also um Gottes Willen. Also der Willi, der hat sich so beeilt, gerade hier hinzukommen. Und auch Kerstin, wie gesagt. Und ach, alle. Weißt du, hier sind Künstler auf der Bühne, die haben am Abend manchmal drei Auftritte. Und die kommen hier hin für eine tolle Sache, für eine Charity. Und die kommen von überall hierher gefahren und das ist geil. Jörg, an dieser Stelle sage ich einfach mal ganz lieb Dankeschön und wir warten einfach mal aufs nächste Jahr, ne? Ja, ich darf gar nicht, schon wieder ein Jahr Vorbereitung. Aber egal, geil. Tolle Sache, tolle Show und die 2TV wird einiges von uns garantiert zeigen. Dankeschön.
Ich danke dir. Wir tanzen unterm Regenbogen, wie es uns gefällt. Wir tanzen unterm Regenbogen auf der ganzen Welt. Wir tanzen unterm Regenbogen, nichts darf schöner sein. Komm, tanz mit mir die ganze Nacht und du bist nicht allein. Große Dramen, Alltagssorgen, Liebe, Eifersucht. Einfach das normale Leben, ob arm oder betucht. Wir machen diese Erde bunt, bis weit in die Provinz. Denn auch der kleine Schwule dort sucht seinen Märchenprinz. Yeah! Wir tanzen unterm Regenbogen, wie es uns gefällt. Wir tanzen unterm Regenbogen auf der ganzen Welt. Wir tanzen unterm Regenbogen, nichts kann schöner sein. Drum tanz mit mir die ganze Nacht und du bist nicht allein.